Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Kiste hier im Black Flag Assassin's Creed 4. Jetzt bin ich aber erstmal sprachlos. Schlafpfeile. Huch. Ja, nicht wundern. Ich brauche einen neuen Controller. Irgendwie hat meiner Stick Drift. Ich habe das jetzt versucht ein bisschen zu reparieren, aber wirklich klappen tut das hier nicht. Ein bisschen leidvoll ist das auch, aber wir holen uns jetzt erstmal hier den Aussichtsposten. Er wird hier oben auf der kleinen Kirche sein, denke ich. Oh, was ist da? Ey, komm, da wirst du dich aber hochziehen können hier. Haben wir eine neue Montur? Die sieht so schwarz aus. Achso, das ist nur ein Lager. Das brauchen wir ja nicht unbedingt. Ich weiß auch gar nicht mehr, das ist jetzt über eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal Black Flag gespielt habe, wo wir überhaupt hin müssen. Weißt du? Das ist schon ein bisschen. Wird uns doch bestimmt irgendwo angezeigt. Ah! Na so. Na siehste, kann ich sogar eine Schnellreise hinmachen, wenn mein Secret mich lässt. Ja. Ich weiß ja nicht mehr wirklich, was das. Doch, das letzte war mit diesem Prinzen. Prinz, das weiß ich noch. Noch ein? Ui. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Hi, wir arbeiten dran. Ah, werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Anne, wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nun, gütigste Anne, ich... Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. Ja, ich habe zwar keine Ahnung wirklich jetzt mehr, worum es geht, aber es klingt spannend. In Ermangelung einer guten Idee tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrennen des Königs! Juckt mich nicht im geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu retten. Also Nassau ist wirklich nur voller Besoffener. Für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik! Unsere Idee! Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit. Irgendwas, was ich auch es gibt kein bisschen kann. Unterschied zwischen hier und London, oder? Patch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen, doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben. Wenn man nur die richtige Medizin... Was war das? Habt ihr das auch gehört? Kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube, mit wem rede ich überhaupt, ihr seid doch gar nicht da. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beide... Hier, ich lenke nicht. Ich lenke nicht. Gemeinsam vor. Jetzt. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft. Aber ohne die Briten... Jetzt nicht. Ach, das ist doch kacke mit Stick Drift. Wobei das hier noch geht, einigermaßen. Wenn ich jetzt andere Spiele spiele, wie Sea of Thieves oder Red Dead, dann war's gemütlich in Havanna.
Oh, ist das ein Riesenschiff. Die spanische Flotte, die vor 2 Jahren sank, hatte Medizin. Verschwinde hier! Alles versiegelt in Glasampullen. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Thatch. Einverstanden. Ei. Ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Denk daran, Thatch. Lass die Kanonen verkorken. Pass auf, Ben! Aussichtspunkt, da habe ich erst 2 von 7. Tauchglocke müssen wir erstmal kaufen. Und wie ich das mitbekommen habe, können wir dann zu diesen Wracks tauchen, die man so sehen kann überall. Boah, ich habe ja kaum noch Geld. Die wird bestimmt voll teuer sein. Upgrades. Tauchglocke. 5000, natürlich. Warum auch nicht? Also, ich kann es irgendwie... egal. Das sind die Wracks. Die muss ich jetzt aber nicht alle jetzt holen, oder was? Mittel? Schwer. Schwer. Mittel? Mittel. Was gibt die Schwierigkeit vor, sage ich mal? Wodurch wird das erst schwer? Na komm, markier den Scheiß. Da. Da muss es doch irgendwo... Da sind dann Haie oder so wahrscheinlich drin, ne? Mal gucken. Schauen wir mal, was wird. In See stechen. Ey, das sah gerade aus, ganz kurz, als wenn wir noch Kopfgeld haben. Das ist natürlich eher... Arsch. Oh ne, jetzt haben wir keins mehr. Boah, war das so weit weg? Ich dachte, das ist das nächste. Ne, wir haben vorgegeben, wo wir hin müssen. Nach Medizin tauchen. Da ist ein anderes Wrack dann, oder was? Guck mal, da machen wir einfach hier hin eine Schnellreise. Und fahren dann da hoch, da. Das ist doch näher dran. Öffnet die Hauptsegel! An den Stagen, wir holen dicht! Leersegel heißen, los geht's! Ein bisschen schade finde ich's, dass man hier das Schiff nicht verlassen kann, beziehungsweise, gut, macht irgendwo Sinn. Ich sag mal, wo ich jetzt drauf hinaus will, ihr seht ja, das Schiff fährt jetzt gerade. Ich finde schade, dass ich das Steuerruder nicht loslassen kann und einfach jetzt, sag ich mal, in die Kajüte, um maritime Missionen anzunehmen. Andersrum haben sie es vielleicht deswegen gemacht, damit du nicht vom Schiff fallen kannst. Und es dann ohne dich weiterzischt. Weil ihr seht ja, wie schnell ich drauf bin, so schnell kann ich nicht schwimmen. Das ist ja schon eigentlich unrealistisch so schnell. Naja. Da vorne werden sie sein.
Das sind aber wirklich dieselben Lieder wie in Rogue. Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiffchen. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider. Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Barnett. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der Kerl hier ist. Sie können nun die Tauchglocke verwenden. Die Tauchglocke erlaubt Ihnen, bestimmte Unterwassergebiete zu erreichen und zu erkunden. Zum Beispiel Schiffwracks und Genotis. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Sehen Sie dorthin und halten Sie einfach Kreis, wenn Sie aufgefordert werden, die Tauchglocke. Ja, der Wind wird immer stärker. Hat er nicht gesagt, hier in der Nähe gibt's keine? Er hat doch gerade gesagt, hier in der Nähe gibt's keine. Schauen wir mal. Da ist etwas unter euch! Nicht mehr bald, Captain! Holt sie nieder, raus aus dem... Das wäre überhaupt nichts für mich. Schiffwrack tauchen. Hier irgendwo muss es... Hier ist doch irgendwo eine Kiste. Ah, hier. Ey, wie kann ich die denn öffnen? Aua. Okay. Jetzt weiß ich, warum diese Schwierigkeit gerade... Oh, na, nur 200. Da oben stehen Schiffe, das sind unsere, gehe ich mal stark von aus. Was ist das? Was war das denn? Oha. Der Rochen ist bestimmt auch gefährlich.
ob das Leute damals in der Karibik wirklich so gemacht haben, mit so einer Tauchglocke Schiffwracks looten. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, klar, Tauchglocken gibt es, aber zu der Zeit so, das kann ich mir eigentlich wirklich nicht vorstellen. Wo führt das hier hin? Hier ist aber eine fette Strömung. Ich habe immerhin keinen Schaden genommen. Oh oh. Oh oh. Woher auch immer dieser Kerl kam, what the fuck? Nur schwimm rein hier. Ich hätte gern alle Schätze, bevor ich hier abhau. Ist vielleicht ein bisschen gierig, aber vielleicht klappt's ja. Nur schwimm einfach zu der Seeglocke. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Oh mein Gott, doch irgendwie habe ich es geschafft. Guck mal, da oben ist noch... What the fuck? Hab ich den... Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, wie will man denn die Haie so umgehen? Jetzt mal ganz ehrlich. Scheiß drauf, das eine Fragmentteil, das können wir uns mal anders holen, aber das war ja ein Krampf gerade. Glück gehabt. Du
eine Kiste, versteckt unter einem Schwarm Haie. Leider ist das Elixier darin schon verfault. Verdammte Pest. Cholera. Müssen wir nun Medizin stehlen? Vergiss das Pardon, Thatch. Subtil bleiben. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Und du wärst dann der Teufel? Für das Publikum. Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott. Sieht gut aus. Klar, du bist das. Solltest du einen leisen Weg kennen, um die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Guten Haiangriff haben wir jetzt nicht vermieden. Oh Mann, ey. Das war etwas intensiver. Aber ist ja gut gegangen. So, und jetzt könnten wir wahrscheinlich Medizin sammeln noch irgendwie. Oder wir fahren halt einfach jetzt zur Story-Mission. Vieren und Fahrt aufnehmen! Und das machen wir auch. Alle Segel klar zum Setzen! Alter, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie soll man denn... Also was ich mich gerade gefragt habe, sind mehrere Dinge. Erstmal, wie soll man das ohne Hai machen, also ohne, dass sie dich sehen. Und das zweite wäre, wer waren die Leichen oder die anderen Personen, die da unter Wasser waren? Am Schiff waren ja Leichen oder auf dem Schiff später und die anderen, die da im Wasser waren, waren ja auch, von wem waren die? Waren halt unsere? Und warum waren Was die da Teufel unten? Was ist hier geschehen? Ein Angriff? Aber von uns. Es war Blackbeard, der zuerst schoss. Er griff eine britische Man-O-War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Alter, das war aber gerade geil gemacht, dass man auch mal sieht, wie die repariert werden. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt er... Boah, sind das Kriegsschiffe. Leck mich am Schlipper. Ist dieser Drückelberger jetzt schon wieder? Captain, da hinten ist ein Wrack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Hoffen wir, dass Thatch nicht dasselbe Ende fand. Ich sehe keinen Wrack. So ein Wrack, Captain. Das sieht nicht gut aus. Ei. Schön wachsen. Wo sind denn Wracks? Bin ich blind? Das läuft langsam aus dem Ruder. Hier rechts, ja. Medizin sollten doch zu finden sein. Das habe ich nicht. Nee, das sind Steine. Sondern Thatch und Hornigold und ihren sinnlosen Kleinkrieg. Weißt du es nicht? Oh doch, ei. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. Also ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist? Wir sind alles keine Regenten. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht Politik. Wenden wir das Observatorium.
hätten wir genug Geld, um ganz England zu kaufen. Dann würden wir über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Captain. Aber segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Männer, Adi. Wirklich. Aber das schmeckt mir. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Steuerbord, Captain! Schiffbrüchiger Seemann, ahoi! Lebt noch! Juckt nicht. Ich habe anderes zu tun. Der wird auch in einer Stunde noch leben. Leck mich am Arsch, Mensch. Guck doch woanders hin. Aus dem Bereich, komm. Ja, wo habe ich jetzt diese unser Schiff, sag ich mal? Das muss ja hier auch irgendwo sein. Die Queen Anne's Revenge. Das ist britisch, das sehe ich schon am Segel. Hab dich. Da ist er doch. Sieh da! Das ist sie, Captain, die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Thatch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir segeln in die Hölle! Einholen! Raus aus dem Wind! Aufändern! Alle klar zum Berg! Thatch wird überwältigt. Ich gehe an Land. Und ich lasse dich dort heißen. Ale Wale als Assassine oder eigentliche Assassine kann doch wirklich helfen eigentlich, oder nicht? Und was ich mich jetzt nochmal frage ist, wenn wir diesen Assassinen-Typen gekillt haben, diesen einen ganz zu Anfang, warum ist Ale Wale dann überhaupt zum Assassinen geworden oder warum, weißt du, wenn er nichts dagegen hat? Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht. Du bist in ein Wespennest getreten, Thad. Im Dienste einer guten Sache. Medizin, meinst du, Hauptstadt? Ei, eine Gallione. Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein. Oh Gott, bitte, Edward, bitte. Bleib standhaft, Cornel. Die Waffen bereit und den Rücken zur See. Viele liegt dir nicht. Oder Thatch? Sanftmut erschafft nun mal keine Legende. Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Zu meinem Schiff, so schnell es geht. Die entkommt mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel. Ich bring dich zurück zu Jackdaw, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl. Hauptsegel setzen und nimm Kurs auf das verdammte Schiff. In kürzester Zeit haben wir unsere Medizin. Spiele ich jetzt eine... Das ist doch auch nur eine Brick, oder nicht? Nee, eigentlich ist das eine Fregatte, was ich habe. Ei. Und dann haben sie nicht mal Mörser an Bord. Aber die haben Mörser an Bord. Ist klar. Ist klar. Ja, ja, mach mal. Lass sie nicht aus den Augen! Aua, aua, Alter, die haben uns jetzt schon ein Leben ausgehauen hier. Ist sie dort, Sir? Das wird sie versenken! Captain,
Boah, das ist schlecht gelenkt von mir. Na, oder schaffen wir das doch noch? Endlich rüber aus, Captain! Verflucht! Und die Gallione sinkt einfach nicht! Ich sehe den versprochenen Teufel, Fett. Oh, ich hätte meinen Engel gezeigt, hätten sie sich ergeben. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also ramm den Bastard! Mit allem Wind, den du hast. Sie ist geknackt, Melle! Schickt sie zur Hölle! Finde den Captain und beende es. Die Seele soll brennen, wenn ich euch Pardon gewähre! Hier, der! Stopp! Junge, ich hab dich doch getroffen. Scheiß drauf, daneben nicht. Finde den Captain und beende es, Kenway! Das war easy. Ich bin ein einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht blutig. Friss Haifisch, Dreck, Großmaul! Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston. Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Krempel. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Triff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. Ja, okay, das war in Ordnung. Wir haben es mit Ach und Krach und Glück geschafft. Aber so ein Schiff mit so einer Feuerkraft will ich auch haben. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war der Mörser. Und es war echt nicht gut gelenkt von mir. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Das war lang genug. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.